Heute geht es ausnahmsweise mal um Ausrüstung, also Gear. Und zwar um Ringmesser. Insbesondere die taktische Sinnhaftigkeit dieses Rings am Ende des Messers, wenn man das Messer für was anderes einsetzen will als Butterbrote streichen oder auf Instagram cool aussehen. Dazu schauen wir uns das Video von einem Experten an, der solche Ringmesser designt und der auch genau die Frage nach dem Sinn des Ringes beantwortet. Und wenn er damit fertig ist oder auch schon zwischendrin, sage ich euch, warum das, was er da gerade erzählt, kompletter Schwachsinn ist und der Typ keine Ahnung hat vom richtigen Einsatz eines Messers im Kampf. Einige Leute werden mich nach diesem Video hassen, das ist mir aber egal. Ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und wir fangen direkt mit dem Video an. What's up, everybody? It's Cameron from Tour Knives. Hi, Cameron. And today we will be answering one of the most common questions we get. Why are there rings on the end of knives? Ich weiß es. Damit man sie geil flippen kann. Für Instagram. It's not so you can flip it and twirl it, whatever. I mean, you can. But the main reason is so when you are in a fight or you're in a combative situation, when you have to open your hand to grab or pull or fight or whatever, that knife's not going anywhere. Erstmal zur Erklärung, das hier ist meine Combat-taktische Schere. Stellt euch vor, es ist ein Messer, stellt euch vor, der hintere Teil hier wäre weg. Ja? Im Prinzip, ja, so sieht das aus, sieht so ähnlich aus wie das Messer. Im Prinzip, du gehst mit dem großen Finger hier rein, also mit dem Zeigefinger, so, und dann kannst du hier geile Flips machen und du kannst die Hand aufmachen und es fällt dir nicht raus. Er hat gerade davon erzählt, du bist in einer Nahkampfsituation und hast dein Messer. Okay, du bist also schon mal in einer Nahkampfsituation, die um Leben und Tod geht, sonst würdest du nicht mit dem Messer kämpfen. Ja, das Messer ist eine tödliche Waffe und die setzt du nur ein, na, wenn du die entsprechende Wirkung erzielen willst. Und hoffentlich rein rechtlich auch musst. Sein Argument war jetzt, wenn du jetzt irgendwie die Hand aufmachst, weil du jemand greifen willst oder sonst was, ja, dann bleibt dein Messer da und fällt dir nicht runter. Okay, ja, soweit würde ich sagen, das kann man noch vertreten. Ja? Meine Frage wäre jetzt, wenn ich in einem tödlichen Kampf bin und ein Messer gezogen habe und das auch anwenden will, wieso will ich dann mit der Hand, in der das Messer ist, was greifen? Ja, also da müsste man mir schon eine detaillierte Situation vorstellen, ja, wo ich sage, da macht das tatsächlich Sinn. Denn ich kann mit dem Messer ja haken und ziehen. Ja, ich kann also durchaus Gliedmaßen oder andere Dinge aus dem Weg räumen damit, ohne das Messer loslassen zu müssen und das mit der Hand zu machen. Außerdem habe ich eine zweite Hand. Gut, vielleicht hält die jemand fest, ja, aber dann habe ich ja, nachdem ich ja ein Messer gezogen habe, offenbar immer noch eine tödliche Bedrohung vor mir. Wenn ich keine tödliche Bedrohung vor mir habe, dann muss ich ja auch nicht hektisch mit dem Messer irgendwas machen. Aber gut, wir schauen mal an, wofür man das noch verwenden kann. Also, when carrying a pistol, guess what? That knife is still there. You can grip the pistol. You know, if that, you know, dominant hand or whatever comes off the pistol, the knife is still there. Okay, das musste ich mir jetzt tatsächlich mehrfach anschauen. Laserpistole, ja? Batterie, ungeladen, keine Panik. Nichts passiert, wenn ich es auf euch halte. Außer, wenn ich den Laser drücke, geht die Kamera kaputt. Das wäre doof. Also, er sagt, er ist übrigens Linkshänder anscheinend. Ne? Das heißt, er hat so rum. Also lasst euch jetzt nicht verwirren. Er hat gesagt, wenn die dominante Hand von der Waffe weggeht. Er hat also eine Pistole in der Hand und gleichzeitig das Messer in der dominanten Hand. So, also dann ist schon mal, ihr seht schon, fingerlang geht das schon nicht. Da breche ich mir nämlich den Finger dabei. Der Finger sollte aber lang sein in der taktischen Situation, wenn ich nicht gerade am Schießen bin. Hm? Safety Rule. So, dann muss also im Prinzip der Finger hier drin sein. Ja? Okay. Und dann die zweite Hand hier vorne. So, und jetzt versuche ich maximalen Druck und auf einer maximalen Kontaktfläche aufzubauen, um vernünftig schießen zu können, um den Rückschlag zu absorbieren. Ja? Ihr seht schon, hier ist er ganz toller Grip. Super. Also
natürlich eine richtig geile Sache. Weil wenn ich jetzt nämlich schießen will, dann frage ich mich, wieso habe ich denn da noch ein Messer in der Hand? Wieso habe ich das Messer gezogen, wenn es eine tödliche Bedrohung ist und ich eine Schusswaffe in der Hand, also im Holster habe? Also ist mir jetzt nicht nur nicht ganz logisch, es ist absolut kompletter Bullshit, was der Typ da erzählt. Ja? Der hat anscheinend noch nie geschossen, sonst wüsste er nämlich, dass er in der Hand, in der er die Waffe hält, auf keinen Fall noch ein Messer halten will. Ja? Was soll denn der Scheiß? Also entweder oder. Also das macht mal null Sinn. Das macht nicht nur null Sinn, das ist so unsinnig, dem gehören sofort alle Sachen weggenommen, die er da zum Spielen hat. Zur Strafe. Weil er es gewagt hat, ein YouTube-Video zu machen und so eine Scheiße zu erzählen. Ein kleiner Einschub meinerseits, das heutige Video entstand in Zusammenarbeit mit NordVPN. Jetzt fragt ihr euch sicher, was ist ein NordVPN und warum brauche ich das? Und weil ich euch jetzt keinen 10-minütigen Vortrag über die ganzen Vorteile von NordVPN halten will, sage ich euch einfach, warum ich NordVPN benutze und was für mich die wichtigsten Punkte dabei sind. Punkt Nummer 1, die Anwendung ist soldatensicher, das heißt, selbst jemand, der sich mit Gear 0 beschäftigen will, wie ich, schafft es, das Ding anzuschalten. Einfach ein Klick, bumm, und wir sind drauf. Und sobald ihr drin seid, ist euer kompletter Internetverkehr verschlüsselt. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen mehr machen, dass, wenn ihr in irgendeinem offenen Netzwerk nochmal kurz was bei Amazon kaufen wollt, euer Passwort und eure Login-Details auf einmal bei irgendeinem Hacker auf dem Rechner landen. Außerdem hat NordVPN auch noch einen Bedrohungsschutz. Das heißt, er scannt sämtliche Dateien, die ihr vom Internet runterladet und checkt die auf Schadsoftware. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch die Möglichkeit, einfach seinen VPN-Server zu wechseln. Sprich, wenn Netflix euch irgendeinen Film nicht zeigen will, weil ihr aus Deutschland kommt, bing, switcht ihr einfach kurz in den Server der Vereinigten Staaten und schon läuft die Show. Und für den Preis von ungefähr einem Kaffee, ja, also ich rede jetzt nicht von so einer Starbucks-Monstrosität, sondern einem normalen Kaffee, ja, könnt ihr 6 Geräte anschließen und habt außerdem noch eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, falls euch das Ganze doch nicht gefallen sollte. Also schnappt ihr jetzt den exklusiven NordVPN-Deal, Link ist hier oben und unten in der Beschreibung. Ihr habt eine 30-Tage Geld-zurück-Garantie, ja, falls ihr merkt, ihr braucht doch noch einen Kaffee mehr im Monat und die Kohle reicht sonst nicht, könnt ihr eure Kohle zurückholen. Soweit erstmal von mir und jetzt weiter im Video. Jetzt bin ich aber mal so freundlich und wir sagen mal, er hält das Messer in der nicht dominanten Hand. Ja? Also er hat das Messer mit links gezogen, hat mit rechts die Schusswaffe. Auch da frage ich mich wieder, wieso habe ich ein Messer und eine Schusswaffe? Ja? Wenn die Bedrohung lebensgefährlich ist, dann habe ich die Schusswaffe. Außer die Bedrohung ist so nahe, dass ich das Messer nehmen muss oder will, weil ich damit mehr Schaden anrichten kann und ziehe dann, nachdem ich ihn praktisch mit dem Messer so weit bearbeitet habe, dass ich Platz habe, um jetzt zu sagen, jetzt ist die Schusswaffe sinnvoller und ziehe nachträglich meine Schusswaffe. Jetzt habe ich 2 Waffen in der Hand, das Messer und die Pistole. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt kann ich die Pistole so nehmen. Denn wenn ich es einhändig nehme, brauche ich keinen Ring. Sondern die Idee ist ja, ich lasse jetzt los und greife die Pistole. Jetzt, für alle, die schon mal geschossen haben, wissen, wie das jetzt aussieht hier. Ja, dann quetsche ich mir einen kantigen, scharfen, metallischen Gegenstand mit maximaler Kraft gegen die Finger und gegen einen anderen harten Gegenstand. Dann lasse ich es halt. Ich habe ja hier sowieso keinen Druck auf irgendwo Stellen, wo es wichtig wäre. Also kann ich gleich einhändig schießen. Also brauche ich auch diesen beschissenen Ring nicht. Ja? So kann ich wenigstens die Sache fallen lassen und beide Hände zum Schießen verwenden, falls noch irgendwas auf größere Distanz auftritt. Oder, wenn ich genug Zeit habe, dann stecke ich halt meine taktische Schere kurz weg und nehme dann wieder das Ding. Ja? Die kann ich auch blind ziehen. Ja? Genauso wie ich mein Messer blind ziehen kann. Ja, zum Wegstecken muss ich halt kurz gucken. Aber wenn ich so viel Zeit habe, kann ich das auch machen. Also, selbst wenn man es ihm positiv auslegt und er nicht gesagt hätte, er nimmt das Messer in die dominante Hand, in der er auch die Pistole hat, und das würde Sinn machen und deswegen hat man einen Ring oben an das Messer gebaut. Also selbst in der anderen Hand macht das überhaupt keinen Sinn. Ey, eigentlich müssten die meinen nächsten Arztbesuch zahlen, wenn ich Blutdruck messen muss, ne? Ist ja mal echt klar hier. So. Kommen wir zur nächsten Geschichte. The other reason is draw retention. Got it on your kit, you pull it. It's easier to pull, makes it a little easier with everything.
You know, when you're stabbing, slicing, whatever, your hand's not coming off that blade. Gut, das sind zwei Punkte. Wir gehen auf beide ein. Erster Punkt, Draw Retention. Das heißt, beim Ziehen des Messers. So, ich mache es jetzt mal mit der rechten Hand. Ja. Also wer glaubt, man kann es natürlich auch woanders tragen, ja, am Gürtel oder sonst irgendwo. Das Problem ist immer das Gleiche. Wenn du keinen großen Abstand zwischen Messer und Körper hast und normal trägst du ein Messer so, dass es verdeckt ist, wenn es unten ist, dann hast du keinen großen Abstand, dann liegt es so flach an wie möglich, damit man keinen Abdruck durch die Klamotten sieht. Oder du hast es irgendwo hier an deiner Ausrüstung und dann willst du es auch nicht zu weit weg haben, weil alles, was umso weiter was wegsteht, umso leichter bleibt irgendwas irgendwo hängen. Kabel, ein Zaun, ein anderer Typ, ja? Klamotten von irgendjemandem, irgendwas bleibt immer irgendwo hängen. Also, du hast es dann relativ flach hier dran. Jetzt sollst du aber versuchen, den Finger hier durchzuschieben. Ja? Da sehe ich schon wieder, dass genau in dem Moment irgendeiner auf mich drauf fällt oder der Gegner mich tritt, schlägt oder sonst irgendwas macht und mir schön hier drauf haut und den Finger bricht. Selbst wenn nicht, ja, das ist ja nur eine Ausnahmemöglichkeit, die ich aber nicht unbedingt in meinem Setup einbauen will. Weil warum auch? Ich habe nämlich keinen positiven Effekt davon. Das hier soll schneller sein als das hier. Ja? Also wenn ich ein Messer ziehe, dann gehe ich von oben oder von der Seite ran, gehe hinter das Messer mit dem Daumen und ziehe es nach oben weg. So. Ja? Man sieht es auch ganz schön hier an dem Messer. Ja, da brauche ich keinen Ring, um das Ding zu ziehen. Das geht ohne Probleme. Und wenn man das Ding vernünftig festmacht, geht es auch überall anders ohne Probleme. Ja? Zumindest wenn man es 3 bis 5 Mal oder so trainiert hat. Ja? Oder ein paar Mal öfter, wenn man die Sache ernst nimmt. Jetzt, Weapon Retention. Das heißt, ich habe das Ding hier in der Hand und jetzt kämpfe ich, ja? Und jetzt verliere ich es nicht so schnell. Weil es ja hier, wenn es mir aus der Hand rutscht, hängt es ja noch an dem Ring oder irgendwie sowas. Das Problem damit ist, das Ziel mit dem Messer ist ja, zuzustechen. Ja? Deswegen hat man es in diesem Griff, damit du möglichst mit viel Kraft aus verschiedenen Winkeln zustechen kannst. Deswegen sind diese Messer auch lang und spitz und sind keine Funktionsmesser, ja, wie ein Taschenmesser oder ein Jagdmesser, das man auch zum Häuten nimmt, das einen bestimmten welligen, also einen bauchigen Schliff hat, damit es besser schneidet und sowas, sondern das sind Stechinstrumente, ja, damit du möglichst tief an lebenswichtige Organe rankommst. Und das Messer dann auch wieder zurückziehst. Ja? Jetzt kommen wir nämlich zum Hauptproblem. Wenn du jemanden mit einem Messer abstichst, dann bleibt der nicht ruhig stehen, wie dein Gummidummy. Ja? Sondern im besten Fall, wenn es ein effektiver Stich war, fällt er hin. Jetzt fällt ein 80 Kilo Typ hin, dem dein Messer hier drin steckt. Das hältst du mit der Hand nicht. Das heißt, wenn du in dem Fall gut bist, dann weißt du, du stichst zu und du ziehst es auch schnell wieder raus und du lernst die Technik auch so, dass du das unterstützt wieder rausziehen kannst mit der zweiten Hand oder was auch immer. Wer sich für sowas interessiert übrigens, ich habe da eine kleine Unterrichtsreihe auf meinem Patreon-Kanal. Könnt ihr mal unten gucken, in der Videobeschreibung ist der Link für den Patreon-Kanal. Die ganzen Lehrvideos sind da ab Level 2. Na? Nur falls jemand denkt, wenn er schon Messer hat und jede Menge Kohle dafür ausgibt, sollte er vielleicht auch wissen, wie man sowas einsetzt. Na? Oder im Selbstverteidigungsfall, wie jemand anderes ein Messer einsetzt, der sich auskennt. So. So, jetzt fällt der um. Also entweder ich bin gut und ziehe es schnell genug wieder raus, dann kann ich es auch so festhalten. Dann brauche ich diesen Ring nicht. Sonst hätten alle Messer auf der Welt Ringe. Ja? Oder große Knubbel hinten. Haben sie aber nicht. Weil es nämlich auch so geht, wenn man es vernünftig festhält. Oder ich ziehe es eben aus irgendwelchen Gründen nicht raus oder das Messer verhakt sich in der Ausrüstung oder jemand anders schubst mich oder fällt auf mich oder der Typ fällt auf mich. Es gibt ein Gerangel, das Messer verklemmt sich irgendwo, er versucht mir das Messer wegzunehmen. Ja? So, und jetzt gibt es wieder 2 Möglichkeiten. Entweder ich habe so einen starken Griff, dass ich das festhalte. So, mit diesen 3 Fingern hier unten. Ne? Oder 4 Finger. Nicht mit diesen, ne? Mit dem auch, aber es geht jetzt mal um die anderen. Oder ich bin zu schwach dafür und es dreht mir das Messer aus diesen ersten Fingern raus. Und jetzt hält es der Ring. Ja? Weil wenn es nicht der Ring halten würde, bräuchte ich den Ring nicht. Das ist das ganze Konzept von diesem Ring. Ich bin unfähig, es ohne Ring zu schaffen, was auch immer. Ja?
Flippen wird schwer ohne Ring. Deswegen habe ich gesagt, Flippen und Instagram-Videos und YouTube-Sachen ist das Einzige, wofür ich sage, dass dieser Ring Sinn macht. Ja? Okay, das einzig andere wäre noch, du kannst jemanden damit schlagen. Das kann ich aber auch so. Ja? Lass ich das Messerhaltestück oben rausstehen, den Griff hinten. Also da brauche ich auch keinen Ring dafür. Da muss ich nur erstmal ein paar Gedanken machen und was trainieren. Weil sobald du nämlich Sachen trainierst, merkst du, was kompletter Schwachsinn ist. Und wenn der Typ einmal irgendwas von den Dingen, die er da erzählt hat, ausprobiert hätte, hätte direkt im ersten Durchgang gemerkt, oh, das ist Schwachsinn. Ja, vielleicht baue ich das nächste Messer ohne Ring. Oder Ring ist ja schön, ja, und Flippen macht ja auch Spaß, alles gut, ja, für die Tactical Crew, die brauchen sowas. Aber dann hör um Gottes Willen auf YouTube Leuten zu erzählen, dass dieser Ring irgendwelchen Sinn machen würde. Vor allem nicht das, was du da gerade erzählt hast. Ja? So, also, wir sind jetzt beim schlimmsten Fall. Irgendjemand entweder hängt dran, weil das Messer in ihm steckt, oder er fällt auf mich, oder er versucht mir das Messer wegzuziehen. Und jetzt hält der Ring das Messer fest. Ja? Ihr seht schon, was mit dem Finger passiert. Ja? Den könnt ihr danach nämlich in der Tüte rauchen. Oder, wenn es euch interessiert, könnt ihr mal googeln. Ich kann nämlich hier kein Bild dazu posten. Googelt mal Degloving Finger Injury. Ja? Aber ich hoffe, ihr wollt danach nichts essen. Ja? Im Prinzip ist es, wenn jemand mit dem E-Ring zum Beispiel an der Leiter hängen bleibt, abrutscht, der Ring hakt sich an der Leitersprosse fest, ja? Und dann schält es ihm die komplette Haut und die Muskulatur vom Knochen ab. Wie ein Handschuh. Ja? Oder es reißt gleich komplett den Finger ab. Und genau das macht das Ding dann auch. Ja? Wenn es irgendwo drin steckt, der Typ fällt um, im besten Fall, und euer Finger ist mit weg. Ja? Ist ja nicht der Abzugsfinger, ha? Den man ja vielleicht für die Pistole noch brauchen würde. Ja? Dann könnt ihr nämlich lernen, wie Ed Calderon zu schießen. Ha? Mit dem hier. So. Jetzt habe ich mich schön aufgeregt. Ja, ich weiß, es gibt die eine oder andere Anwendung, habe ich auch ein Video gesehen, wenn du zustichst und einer blockt deine Hand, dann kannst du das so an sein Gesicht flippen, um irgendwie Distanz zu schaffen. Okay, der andere hat aber seine Hand da und wenn der jetzt irgendwie so macht, dann bricht er dir den Finger. Also, das sind so Techniken, die eigentlich nur funktionieren, wenn du mit einer Gummipuppe trainierst, weil ansonsten, wenn du so flippst, da ist ja keine Power dahinter und nix. Ja? Also bestenfalls zuckt er kurz zurück, aber wenn du ihn eh gerade stechen wolltest, dann ist er eh gerade entweder in einer Vorwärtsbewegung, weil er genauso aggressiv vorwärts geht wie du, oder geht sowieso nach hinten weg, dann brauchst du auch nichts mehr flippen. Naja, nichtsdestotrotz, ich bin ja für Anregungen immer offen. Und wenn jemand von euch da ist und sagt, hey, das mit dem Ring, das macht schon Sinn, und zwar aus den und den und den Gründen, jetzt nicht die Gründe, die der Typ erzählt hat. Also wenn mir jemand kommt und mir erzählt, dass das, was er da erzählt hat, irgendwie Sinn macht, dann muss er sich warm anziehen. Ja? Oder echt irgendein Argument haben, an das ich jetzt nicht gedacht habe. Das müsst ihr übrigens auch haben, wenn ihr sagt, ja, für die und die Technik ist das super. Dann will ich da schon eine detaillierte Erklärung und vor allem, in was für einer Situation diese Technik dann Sinn macht. Also nicht irgend so was Pauschales, wie er jetzt da gesagt hat, ja, wenn ich das im Kampf mal loslassen muss, das Messer. Wann muss ich denn im Messer mal das, wann muss ich in dem Messerkampf, also, ne, mal das Messer loslassen? Das Einzige, was ich mit dem Messer mache, ist Handwechseln, wenn mir einer den Arm festhält, ja? Was ich nicht kann, wenn mein scheiß Finger in diesem Ring drin steckt. Dann nehme ich mir nämlich diese ganzen technischen Anwendungsmöglichkeiten mit dem Messer, ja, von oben nach unten wechseln, von links nach rechts, Klinge nach hinten, Klinge nach vorn, ja, das nehme ich mir alles. Weil ich mit dem Ring zwar so machen kann, aber nichts anderes. Aber lasst euch nicht entmutigen, ja? Ihr dürft gerne unten Sachen schreiben, ja? Und mir erzählen, dass ich falsch liege. Dann will ich aber auch wissen, warum, mit einer guten Begründung, weil ich lese das durch und ich will ja was lernen. Ja? Und sonst muss ich die ganze Zeit nachfragen. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Das heißt, wenn jemand einen Kommentar schreibt, dann erwarte ich schon, dass er sich so viel Mühe gibt, mir das, was er mir klar machen will, und allen anderen auch so detailliert zu beschreiben, dass man nicht zwei oder drei oder viermal nachfragen muss, bis man überhaupt versteht, was will der Mann von einem. Ja? Denn, wenn ihr es vernünftig beschreibt, kriegt ihr von mir auch eine vernünftige Antwort. Versprochen. Einen einzigen Grund gibt's,
wo ich sage, okay, da macht der Ring tatsächlich Sinn. Und das ist, wenn ihr das Messer versteckt tragen wollt. Sprich, ihr wollt, dass nur der Ring rausschaut. Also als Beispiel, stellt euch den unteren Teil von dieser Schere jetzt vor, dass sie nicht da ist. Und das hier ist jetzt natürlich kein Plattenträger, denn wenn ich hier voll aufgerüstet daherkomme, dann ist auch egal, ob ich hier noch ein Messer dran hängen habe. Ja? Also da brauche ich kein Messer verstecken. Aber zum Beispiel irgendwo unter dem Gürtel, bei was auch immer, welchen Kleidungsgeschichten das halt Sinn machen würde. Da kann ich dann sagen, okay, hier muss ich tatsächlich nur mit dem Finger rein und ich kann das Messer am Finger rausziehen und es dann einfach in die Hand fallen lassen und dann kann ich den Finger auch wieder aus dem Ring rausnehmen und es wie ein normales Messer benutzen. In dem Fall würde der Ring Sinn machen, aber das ist nicht das, wofür es von den meisten angepriesen wird und wie man es in Videos demonstriert sieht. Also, damit lasse ich es gut sein. Wie gesagt, schaut mal auf Patreon vorbei, wenn euch Messergeschichten interessieren. Pistole ist da übrigens auch dabei. Ja. So. Herzlichen Dank an meine taktische Ringschere, taktische Ringscherentrainer, ja, weil es ist ja weder olivgrün noch Tarnfarbe noch schwarz, aber es ist rot. Rot ist die Farbe für Trainer. Ja? Also, taktischer Ringmesserscherentrainer. Ja? Kann ich euch, wenn ihr sowas auch haben wollt, damit ihr cool ausseht, kann ich euch einen besorgen. Bestimmt, irgendwo. Muss mal gucken. Von meiner Mutter klauen. Keine Ahnung. Gut. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Lasst was von euch hören. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut.